Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Pacific Drive spielen und dann kann es auch direkt losgehen. Spielen, Lehrerslot. Möchtest du die Einstellung vorm Starten anpassen? Ach, ich glaube, das passt so. Starten! Und ein wunderschöner Ladebildschirm. Ich mag das mit den Autos. E zum Überspringen. Ich glaube, das machen wir mal nicht. Sehen wir mal, was da kommt. Ah, die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreiteten sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichte. Der Text war zu schnell weg, es tut mir leid. Die Regierung riegelte die Halbinsel 1955 teilweise ab und legte das Sperrgebiet der Olympic Exclusion Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis die Regierung es schließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versperrte. Ungefähr das stand da. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Hört sich gerade an wie ein Helikopter. Hängt das Spiel? Nee. Hat eine Überblendung gemacht. Okay. Ich mag den Artstyle von dem Spiel. Generell mit so einem Polystil kann ich sehr viel anfangen. Und da sind wir. Der JS Express. Und was haben wir da unten? Stay on the roads. Wir sollten auf den Straßen bleiben. Na gut. Die Olympic-Halbinsel 1998. So, ich werde mit Controller fahren. Südlich der Schutzmauer. Aber alles andere mache ich mit Maus und Tastatur. Aber ich dachte, zum Fahren wird sich das hier anbieten. Deswegen steht das dann. Ui. Na, vielleicht doch eine Einstellung machen. Ich habe das Spiel natürlich kurz eingestellt. Wir haben hellere Nächte, weil ich auf einem ziemlich dunklen Monitor spiele, beziehungsweise der Monitor ist hell, wenn es hell sein soll, und schwarz, wenn es schwarz sein soll. Sprache. Kann ich die einfach auf Deutsch stellen? Oh, das passt ja. Ich dachte, das war schon auf Deutsch. Ist egal. Spielweise, Kamera. Hier, Sichtfeld im Auto, das wollte ich. Einmal um 10 hoch. Ich finde, das sieht dann ein bisschen besser aus. Spiel fortsetzen. So, jetzt können wir auch ein bisschen in den Spiegel schauen. Ich finde es einfach ein bisschen angenehmer. Mensch, macht das Fahren hier Spaß. Mit Maus und Tastatur habe ich es natürlich auch probiert, zuerst zu fahren. Das geht, das fährt sich eigentlich auch wunderbar. Aber dann seht ihr immer, ich kann es hier mal kurz wechseln. Ihr seht in den Kurven hier dann immer meine Nachkorrektur. Das macht man halt. Und das ist, keine Ahnung, auf Dauer vielleicht ein bisschen nervig. Also ich bin immer noch auf Keyboard-Steuerung mit WASD. Ja, diese Nachkorrekturen mit C-Scheibenwischer können wir natürlich machen. Genau das hier meine ich. Ich wechsle wieder zum Controller. Da ist zumindest ein nahtloser Übergang möglich. Und viel genauere Lenkung, wenn ich da nicht beinahe rausgefahren wäre, wäre auch möglich. Was haben wir denn noch so für Buttons? Was macht LB? Keine Ahnung. RB? Keine Ahnung. Irgendwas klickt. Steuerkreuz links ist Licht. Das ist hier gut. Und dann Scheibenwischer. Ah, Rechtsklick und... das war die Hupe. Weiß nicht, wie klug das ist. Ah, das ist ein nettes Fahrverhalten hier. Ihr müsst mir verzeihen, ich fahre auf der Mitte der Straße. Das ist in dem Spiel, glaubt es, angebrachte. Vor allem, wenn rechts und links am Straßenrand immer so ein Mist rumfährt. Wollen wir da unser Auto nicht gleich beschädigen? Die sind aber ordentlich verrostet hier, die Leitplanken. Ja, könnte man mal wieder in Stand setzen. Ach, ich weiß so wenig über das Spiel, aber es klang in der Steam-Beschreibung so cool. Da wollte ich es euch jetzt einfach zeigen, nachdem das letzte Let's Play eigentlich passend geendet hat. Iron Harvest war das und das ist der Ersatz, der Nachfolger dafür. Und ich habe das Gefühl, das wird besser sein als Iron Harvest. Ach, ein schöner Tunnel. Oh, ich weiß nicht, was da auf dem Schild stand. Ist bestimmt nicht wichtig. Und schaut mal, das Gebäude vor uns. Oder ist das die Schutzmauer? Oder so eine Mischung aus beiden. Was steht da für ein Schild? Restricted Area. Ach, ich bin bestimmt hier befähigt dazu. Oh, wir haben irgendein Radiosignal gehabt.
Jetzt ist es aber wieder weg. Wird schon gruseliger hier. Scheibenwischer kann eigentlich aus. Hat aufgehört zu regnen. Okay, ich kann mich umsehen. Vorsichtig. Boah. Ah, ich kann hier auch... Das ist ja praktisch. Und zum Glück eine Automatik. Mit Controller wird es dann schwierig mit dem Schalten. Okay, wir müssen anscheinend hier nach links. Warnung! Und dann unleserlicher Text. Ach, das wird schon... Das wird schon gut gehen. Der Untergrund vibriert aber sehr stark. Das gefällt mir sehr. Das ist mit Maus und Tastatur nicht nachspielbar. Also, wäre mal cool, wenn meine Tastatur vibrieren würde. Ah, die würde ich dann für andere Zwecke nutzen. Und was ist hier links? Bug die Grafik? Nee, sieht nicht so aus. Oh. Das ist nicht gut, wenn man so ein Dimensionsgedöns schon mal auf der Straße hier hat. Oh, da kommt mir. Hier rechts leuchtet es auch blau und die Steine können sich nicht... Au! Können sich nicht entscheiden, ob sie jetzt in diese Welt gehören oder nicht. Mal ein bisschen ausweichen. Oh, da funkt es auch schon. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt hier sind. Wieso fahren wir nicht schön mit dem Strandbuggy am... Ja, irgendeinem sonnigen Strand entlang. Komm schon. So langsam wird es echt gruselig und die Musik auch. Beziehungsweise die Soundeffekte. Weiß nicht, ob man das als Musik bezeichnen kann im Moment, was da läuft. Ganz schön finstere und ominöse Klänge. Es wird ja immer schlimmer hier. Ich glaube, wir sollten einfach Vollgas geben. So schnell durch diesen... Vollgas. Das gefällt. Nein. Das ist mir in meinem Auto noch nie passiert. Okay, Ladebildschirm. Okay, der ist schnell genug weg. Den muss ich nicht skippen. Will euch ja auch nicht mit Ladescreen langweilen. So, ich wechsle wieder zu Maus und Tastatur. Werde es nicht immer ankündigen. Ich wollte es nur nochmal für euch verinnerlichen, dass ich auch dran denke. Die Olympic Exclusion Zone. WASD zum Gehen. Das mag ich. Bring dich in Sicherheit. Ich dachte, ich bin in Sicherheit. Boah. Wir können auch sprinten. Hier liegt mein Reifen. Kann ich dich einsammeln? Hui. Anscheinend nicht. Na gut, dann wollen wir mal... Hey, das ist mein Motor, den erkenne ich sofort. Den braucht man. Der kommt in die Gefängnisbrieftasche. So. Nee, da hat er nicht reingepasst. Ich habe ihn da schweben lassen. Ich dachte, mein treues Auto ist mein einziger Begleiter in dieser düsteren Welt. Oh, ein Amazon-Päckchen. Können wir auch gleich mal ansehen, was da drin sind. Drin ist. Anscheinend nicht. Das Spiel lässt mich hier nicht viel machen. Oh, das sieht doch richtig aus, die Höhle da. Boah, schon ein bisschen creepy. Oh, ein Tutorial, wie man sich duckt. Ich hab's gewusst, dass es linke Steuerung ist. Ich hatte so im Gefühl, weil das jedes Spiel so macht. Zumindest mit einer vernünftigen Steuerung. Das ist man ja schon gewohnt hier als Hobby-Gamer. So. Dann springt man doch einfach ein bisschen noch. Oh je, wie komme ich denn über den Ast? Mit einem Fußtritt! Na. Wusst gar nicht, dass hier so viel Beinarbeit möglich ist. Hallo, ist da jemand? Hallo? Ach, ich weiß. Ich hätte schwören können, dass ich... Ach, vergiss es. Ich... Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll oder nicht. Wir sehen mal. Ich wusste nicht, dass es so viel Dialog jetzt gibt. Ich glaube, diese Ingame-Dialoge würde ich nicht vorlesen, sonst labere ich über die Voiceline rüber und dann ist es komplett verwirrend. Okay, wir haben hier nichts außer das Auto. Ach komm, ich war mit meinem zufrieden, ne? Bringe das Rad wieder an. Was für ein Rad? Das, was da rumgeschwebt ist? Also das ist zumindest... Ah, hier ist ein Rad. Aufnehmen mit E. Achso, muss ich halten. Gut zu wissen. Und dran plöppeln.
Sommerreifen montieren. Und gedrückt halten. Okay. Sollten wir es vielleicht noch ein bisschen aufpumpen oder so? Hallo? Steige in das Auto. Bin es nicht gewohnt, dass rechts oben meine Anweisungen stehen. Ich bin die mehr mittig gewohnt. Starte den Motor. Oh, und da vibriert mein Controller. Ich wechsle wieder zu ihm. Okay. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in Midzone Sector B. Do you read me? Ja, ich höre dich. I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Hey Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Ja, ich bin hier. So. Hab ich eine Handbremse? In Dauerbetrieb gehen. Das ist doch nicht. Ja, gut. Gang einlegen. Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they mean they're from outside? They're a breacher. Ja, ich bin ein Breacher. Ja, ich bin halt schlüpfrig. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability is closing in and it's gonna scramble you quicker than beef. Nein, die Instabilität holt mich ein. Von der flüchte ich doch, indem ich spiele. Fahre nach Osten, wo ist denn A? Direkt vor uns das E für Aston. East. Ja, gibt ja nur eine Straße. Eieiei, nicht auf die Steine drauf fahren. Glaub, so viel hält das Auto nicht aus. Nein, ich soll doch nach Osten fahren. Ein Glück kommt da eine Kurve. Boah. Ist echt anstrengend, auf dem Untergrund zu fahren. Das finde ich gut. Ich mag's, dass sowas extrem die Steuerung beeinflusst. Sorgt bei mir für ein bisschen mehr Immersion und Spielspaß tatsächlich. Oh, was haben wir da? Mein Auto rollt rückwärts. Zapfe Benzin ab. Auto? Auto? Auto! Was machst du denn? Kann ich aussteigen? Hallo? Oh, die Tür wird noch aussteigen. Mit E, okay. Keine Ahnung, warum es da hingerollt ist. Wahrscheinlich nicht rechtzeitig die Bremse gezogen. Wie soll ich denn von dem Wrack hier Benzin zapfen? Und das macht auch Ummüse. Fahre nach Osten, um eine Schutzhütte zu finden. Durchsuche deinen Kofferraum nach einem Benzin. Ach, meinen Kofferraum. Da. Ah, da klebt er ja. Zapfe Benzin aus dem liegen gebliebenen Auto ab. Aus dem hier. Hallo? Bist du liegen geblieben? Oder ist das andere liegen geblieben? Ich bezweifle, dass da noch was drin ist. Obwohl, so ein Tank ist ja relativ gut. Das ist, glaub, die Öpfen. Abzapfen. Mit Pumpe und allem. So. 100% abgezapft. Ist es schön, dass ich eine Pumpe hatte und das nicht mit dem Mund hab machen müssen. So, dann geht's bei mir auch in den gleichen Slot rein. Wieso dauert das Gießen länger als das Abzapfen? Ah, hat's nicht. Nur mein Tank ist, glaub, nur zu 30% voll. Nicht Scheibenwischer, start das Ding. Oh, bin ans Mikro gekommen. Starten. 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 Achso. Starten im Parkmodus. Ja. Oje, 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 oje. Alle Dinge zu beachten. Es hat geklappt. Wir sind unterwegs. Wir sind beinahe tot. Glaube ich zumindest. Der Screen verhält sich so schnell nach Osten. Oh, 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 oh. There it is again, that flip on the spectrometer. Now see
seen that waveform before, but where? No kidding. Could it be? Ich weiß es doch auch nicht. That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No. What we should be looking at is how fast this creature seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Mm. Holy cripes! Diesmal ist es ein Auto. Boy, I'd kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, das ist eine gute Idee. Erstmal in Sicherheit. Bevor wir hier irgendwie rumspielen, ob das Auto jetzt ein Relikt ist oder nicht. Nein, fahr! Fahr! When you find that shelter, go on and let yourself in. Albie ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. Ja, ich würde ungern lebendig verspeist werden. Du bist generell niemanden, der das mag. Da ist, glaub, unser Unterschlupf. Komm schon. Au. Oppis Werkstatt, ein schöner Name. Dann können wir da auch irgendwo gescheit reinfahren. Nee, das Auto lässt mich nicht. Es lässt mich eigentlich. Jetzt. Ich kann nicht lenken. Was ist da denn los? Ich dachte, ich könnte hier einfach irgendwo reinfahren. Hallo? Finde einen Weg ins Gebäude. Okay, dann mal Parkstellung. Ausschalten. Müssen den Motor ja nicht laufen lassen. Und dann schauen wir mal. Einmal aussteigen. Dankeschön. Oh, ich habe den noch in der Hand. Den sollten wir vielleicht am Auto befestigt lassen. So, was haben wir denn hier? Das ist so eine Art Schloss. Links Geräusche. Ziemlich versperrt. Kann ich nicht einfach mit dem Auto voll Karacho da reinfahren? Das wäre jetzt mein Weg. So, alles verschlossen. Liegt hier nicht vielleicht ein Schlüssel unter der Fußmatte? Irgendwie sowas. Ah, das sieht so... Das ist doch offen. Warum ist das einfach offen? Schalte den Strom ein. Nichts leichter als das. Tatsächlich nichts leichter als das. Da ist eine Tankstelle. Ist das nicht toll? Ich bin's. You've got 5 seconds to get the hell out before I... Ow! My head. Was machst du in meinem Auto? Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. Das bin ich nicht. Send the preacher to your garage on official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car and off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like you said, super official zone business. Ja, super offizielle Mission. Until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. And nee, das wollen wir nicht. Like a nail gun to the skull. So, another breacher, huh? Anscheinend ja. How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300 meter wall out there for fun? Ich werde es niemals glauben. One of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Das ist doch nicht deine Sohn. Das ist jetzt unsere Sohn. The barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything. Das ist schlecht, ich wollte fliehen. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Keine Sorge. Ich habe sehr filigrane Finger. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich reinfahren. What? Oh, you need help?
There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Ja, ja. Das werden wir schon rausfinden. So. Einmal reinfahren. Und dann müssen wir das Headset finden, das uns Diagnosedaten liefert. So, ausschalten und Parkmodus. Gut. Ach, mein schöner Schrotthaufen hier. So, da ist eine Werkzeugkiste. Ich soll, nimm dir den Rucksack auf der Werkbank. Wir haben doch so viele Werkbänke hier. Das sind auch Werkbänke, die sind aber vollgestellt. Kein Rucksack, kein Rucksack. War da ein Feuerlöscher? Nee, das war nur eine Zapfsäule. Na gut, da ist auch ein Headset, aber wir brauchen erst den... Ah, da ist er. Da ist er ja, das grüne Ding. Nimm das Mechanikerauge. Ich glaube, das ist das Teil. Nutze den Erste-Hilfe-Schrank, um deine Wunden zu versorgen. Wieso habe ich denn Wunden? Ich bin bei 36% Gesundheit, das gefällt mir aber nicht. Ah, wieder voll. Ist das nicht schön? Repariere das Auto. Scheinwerfer. Aha. Bringe das Rad wieder an. Was für ein... Wieso hat's wieder kein Rad? Wann ist das denn passiert? Ist das Rad da hinten? Vielleicht ist es deswegen so... Nee, das ist, glaub, ein anderes Rad. Oder ist es meins? Keine Ahnung. Ich werd's nehmen. Sommerreifen. Hier damit. Ach, das erinnert mich. Ich muss bald wieder Reifen wechseln. Heißt ja von Oktober bis Ostern, aber so schön, wie es gerade ist, kann ich ja meine Winterreifen ein bisschen schon. Naja, vielleicht warte ich doch bis April. So, ran damit. Na also, jetzt fährt die Mühle hoffentlich wieder ein bisschen besser. Headset OS öffnen mit Backspace. Nee, mit Enter. Nee, mit gar kein. Was willst du von mir? Für deine To-Do-Liste primitive Tür. Ja. Ich versuche die Taste zu drücken. Mal sehen, was mein Controller sagt. Ja, das kriege ich hin. Da haben wir es. Baupläne. Was? Aha, was soll mir das sagen? Das ist mein Rucksack. Ist ja schön. Baupläne. Ah, okay, es blinkt ja alles. Mensch, ist es aufwendig hier. Primitive Tür. Mit ein wenig Mühe lässt sich diese abgehalfterte, schwächliche und verrostete Stück Metall öffnen und schließen. Es schützt auch vor Regen und Wind und erfüllt damit gerade so alle Anforderungen einer Tür. Alles klar, dann wollen wir das mal an die Checkhefte dengeln. Dafür braucht man Klebeband, Plastik, Glasscherben und Metallschrott. Also ich hoffe, meine Türen an meinem Auto wurden anders gebaut. So, wir müssen wahrscheinlich hier rumlooten, was wir können. Beziehungsweise da ist ja ein Missionsmarker. Können wir direkt da hingehen. Primitive Platte E. Werkzeugkiste. Also was steht denn? Hole die Gegenstände auf deiner Checkliste aus dem verlassenen Auto hinter der Werkstatt. Durchsuche den Kofferraum des verlassenen Autos. Durchsuche die Werkzeugkiste drinnen neben dem Werkstatttor nach einem Brecheisen. Ah. Was ist das generell? Ein Mechaniker-Kit. Dieses Kit enthält alle wichtigen Ersatzteile und Werkzeuge, die ein Mechaniker bei der Arbeit braucht. Für Notfälle solltest du immer ein paar davon zur Hand haben. Gut, ich habe eins, das passt schon mal. Und die Schrauben kommen in den Rucksack. Da ist eine Brechstange und mehr braucht man da nicht. Inventar öffnen. Ist das dann I? Ach komm, die Tastenbelegung. Ich weiß leider... Ist es Tab? Ja, es war Tab. Irgendwie. So, Logbuch brauche ich glaube nicht am Steuer. Das will ich nicht alles lesen im Moment. Fahrzeugfähigkeiten. Einige Autoteile und Ausrüstungsgegenstände für dein Auto haben aktivierbare Fähigkeiten. Das ist ja schön. So, was muss ich jetzt eigentlich machen? Oh, wir können hier Routen planen. 3 Stunden Ankunftszeit. Ist das die gesamte Map oder alles, was wir sehen? Nee, ich glaube nicht, dass das die gesamte Map ist. Hier, die ganzen Quadrate sind die Map. Okay.
Was durchsuche den Kofferraum des verlassenen Autos mit dem Brecheisen. Brecheisen ausrüsten. Achso, deswegen. Wie mache ich das? Fallen lassen, Zuweisung starten, ausrüsten. Na also. Okay. Aufhebeln. Das sieht doch gut aus. Oh, hier ist direkt das Glas drin, das wir brauchen. Stapeln. Kann ich das rotieren? Ja, natürlich. Schön. Oh, Fackeln. Da werde ich nicht lange fackeln und die alle einsammeln. Ja, damit. Und das tut man vielleicht dahin. So, jetzt ist es annähernd eine schöne Ordnung. Und dann schließen. Passt. Da haben wir noch eine Platte. Hole den Gegenstände auf deine Checkliste. Durchsuche Müllcontainer draußen neben dem Werkstatttor nach wichtigen Sachen. Was habe ich jetzt? Eine Fackel ausgerüstet. Kann ich das Brecheisen auch schnell zuweisen? Zuweisung starten. Ja, 2. Obwohl ich jetzt lieber auf der 1. Ist egal jetzt. Hier einfach mal reinschauen, was da drin ist. Ui, der explodiert mir ja ins Gesicht. Was ist jetzt passiert? Wieso habe ich eine Fackel fallen lassen? Aufnehmen. Aufnehmen. Oh, was bist du denn? Ein Verschrotter? Essentiell. Verschrottet die Räder, Platten und Türen des verlassenen Autos. Das kriege ich hin. Ich glaube, jetzt ist er hier leer. Ja, ist ja gut. Unfreundlichster Müllcontainer, den ich heute kennengelernt habe. Benzintank, Foto, Logbuch. Kann ich da noch was absaugen, bevor ich was verschrotte? Achso, ich soll ja erstmal... Wie soll ich denn die Räder verschrotten? Auf 3 ist er ausgerüstet. Ist das richtig? Gummi. Ja, damit. Gummi. Ja, mit dem Gummi. Okay, kurz drücken, fügt es ins Inventar. Das sollte man machen. Räder, Platten und Türen. Okay, dann jetzt die Türen. Uiuiui. Das ist relativ cool, finde ich. So. Glasscherben, Metallschrott. Nehmen wir doch alles gern auf. Da ist noch eine Platte. Die wollen wir auch kurz verschrotten. Ach, ist das ein tolles Gerät. Das hätte ich auch gern in meinem Werkzeugbestand. Da haben wir Metallschrott. Den nehme ich. Ich mag das Spiel. Ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel mag. Das triggert bei mir sehr viele Instinkte und Game-Dinger, die ich mag. Generell so Survival-Mechaniken und Autos, was gibt's Besseres? So, anscheinend habe ich ein relativ großes Inventar. Reifen, die Räder, Platten und Türen. Ist das auch noch eine Platte? Ja, anscheinend ist das auch eine primitive Platte. Ich glaube, danach sind wir aber fertig damit, wenn wir hier alles aufnehmen. War da eine Klopapierrolle? Nee, ich glaube, das war eher Klebeband. Fahrzeug, Logbuch, Foto, steht immer noch dran. Ah, da ist auch eine primitive Platte. So viel dazu. Ich höre komische Geräusche. Okay, stelle in der Werkstatt eine primitive Tür her. Das kriege ich hin. Alles, was ich mache, ist primitiv. So, Werkbank. Primitive Tür. Klebeband habe ich sogar zu viel. Herstellen. Okay, und nun? Randengeln. Ich höre irgendwie was, das gefällt mir nicht. Tür, ich glaube, da passt es. Was sind denn das für links drücken? Oder R drücken für was? Ah, für entfernen. Passt es? Hole den Reparaturkit aus dem Spind. Das kriege ich auch noch hin. Gestapelt kriege ich das nicht wirklich. Das ist noch ein Ersatzreifen. Das ist das Reparaturkit. Ja, damit. Er ist ja gut. Fehler. Gegenstände ungesichert. Verlust möglich. Nein. Achso, der schwebt da oben. Das war dämlich. Okay. Inventar öffnen. Okay, das muss man direkt ausrüsten. Ja, können wir, glaube ich, direkt. Was soll's? Zuweisung auf die 4. Kann nicht schaden.
So, und was muss ich reparieren? Benutze das Reparaturkit, um das Auto zu reparieren. Würde ich mal sagen, wir fangen bei der Motorhaube an. Ich wollte die jetzt nicht öffnen, ich wollte die reparieren. Wirklich? Das ist das Reparaturkit? Einfach drüber streichen. Das gefällt mir. Oh, das ist schön. Sowas brauche ich auch an meinem, zumindest an meinem alten Auto, hätte ich das gebrauchen können. Da sah die Seite auch ungefähr so aus. Hat mein Mitbewohner das mal gegen eine Wand gesetzt. Aber nur leicht. Nur kosmetische Schäden und das hat auf dem Plastik nichts gemacht. So, okay. Die primitive Platte wollen wir auch noch überstreichen. Das ist eine coole Mechanik. Oh, der Reifen sieht ziemlich platt aus da. Naja, im Schrank war noch ein... Kann man nochmal drüber. Schön über die Motorhaube. Ja, das sieht doch gut aus. Paar Lackschäden, aber ich glaube, die kriegt man auch noch... Die kriegt man auch noch ausgedehnt. Sehr schön. Mit toller Holzverkleidung, die hier nachwächst. So, schön den Tankbereich hier auch nochmal reparieren. Zumindest hat das Reparaturkit noch ein paar Ladungen. Das ist ja schön. So, was müssen wir denn noch machen? Die Heckstoßstange kann ich nicht einfach. Das wäre schön gewesen, wenn die einfach aus dem Nichts kommen. Ersatzreifen. Erneuere dich. Ach, ich muss den Platten scannen. Jetzt habe ich den repariert. Das war vielleicht nicht so gut. Wieso werdet ihr nicht schöner? Weil ich scheiß Autoteile verwendet habe. Wie scanne ich denn was? Mit was muss ich das scannen? Mit F? Nein. Rechtsklick. Ja, ich arbeite an der Ausführung. Wo sind denn hier die Goggles? Ja, sag mir doch... Nein, das Reparaturkit brauche ich doch. Ah, mit C. Okay. Oje, oje, so viel Text wieder. Repariere den Platten, indem du ein Abdichtkit herstellst und benutzt, oder ersetze den Platten gegen den Ersatzreifen im Spind. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, wenn wir lernen, wie man denn ein Abdichtkit herstellen. Schauen wir mal. Werkbank. Abdichtkit. Okay, können wir einfach so machen. Herstellen. Wow, jetzt kann ich Löcher stopfen. Das konnte ich schon davor. Aber gut, dass das Spiel mir das auch erlaubt. Also ist das hier... Das ist nur ein Klebeband. Wo ist denn mein Ab... Reparaturkit. Liegt das einfach hier rum? Hallo? Wo bist du hin? Ich kann zumindest anwenden. Na also, scanne das lockere Rad, rüste ein Mechaniker-Kit aus. Habe ich, obwohl das ist ein Reparaturkit. Was war denn jetzt wieder das Mechaniker-Kit? Verschrotter, Zahnrad, ach da oben. Ausrüsten, wunderbar. Muss ich das scannen? Ja, sieht so aus. Verwende das Mechaniker-Kit, um das lockere Rad zu reparieren. Mach ich. Einfach. Eine sehr schöne Animation. Das gefällt mir. Vorbereitung für das Sperrgebiet. Baue Pappkartons im Kofferraum ein. Warum nicht? Rein mit euch. Schön festschrauben. So soll das sein. Eine Werkmatte im Kofferraum. Was ist denn wieder eine Werkmatte? Erstmal hier mit euch. Oh, das sieht richtig aus. Kann ich von hier aus Sachen herstellen? Na gut, dann wollen wir das Arc-Device. Vielleicht auch ein Beifahrersitz? Ah, ich hatte annähernd recht. Tür öffnen und da. Ah doch, direkt auf dem Beifahrersitz. Von hier aus sehe ich aber nichts. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety.
Sehr gut. You should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, okay. That's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Ich freue mich drauf. So, oh je. Sind meine Blinker noch kaputt? Vorsicht. Was heißt hier Vorsicht? Und wieso 16.37 Uhr? Ach, das ist die Zeit. Ich dachte zuerst, das wäre ein Counter oder so. Erste-Hilfe-Set. Was brauche ich? Hol dir die ersten Hilfesets aus dem Spind. Waren da noch welche drin? Dachte, ich hätte alles geplündert. Achso, das ist noch ein Ersatzreifen. Kann ich den nicht einfach in meinen Kofferraum legen? Wir versuchen es. Kann nicht schaden. Achso, ich lasse... Was ist denn das? Gummi, eine Gummiente. So, das kommt dahin. Lasst mich mal schauen, ob man das... Achso, ich muss es ausrüsten. Ich vergaß. Einfach rechts drücken. Komm schon. Irgendwo randingeln. Nicht an die Tankklappe. Hier vorne einfach drauflegen. Ich glaube nicht, dass ich das mitnehmen kann. Doch, ich würde es hier reintun. Ach, Mist. Hätte ja klappen können. So, Reifen kommt wieder hier rein. Das Teil nach oben. Das dahin. Meine Gummiente kommt dahin. Ein Getränk. So, schön stapeln. Alles muss schön gestapelt werden. Was bist du? Chemikalien kann man immer gebrauchen. Oh, das sieht schon mal komisch aus, wie ich hier stapel. Oh je, oh je. Da wird mich die Stapelpolizei aber anhalten. So, lege Gegenstände für die Fahrt in den Kofferraum. Ach, kann ich tatsächlich hier einfach reinlegen? Toll, dann hätte ich das Ersatzreifen auch nehmen können. Das ist ja ein cooles Lagerungssystem. Ich glaube nicht, dass ich Zahnräder im näheren Inventar brauche. Reparaturkit vielleicht schon, Brecheisen auch, Chemikalien auf keinen Fall. Die kommen zu den Gummienten. Sehr gut, Glas auch im Kofferraum, wo denn in den Pappkartons lagern, dass sie mir ja nicht zerbrechen. So, dann haben wir die größeren Sachen. Verschrotter nehme ich auch mal lieber da unten hin, Fackel auch. Erste Hilfeset behalten wir vielleicht auch. So, dann schauen wir mal, ob man das irgendwie hier sinnvoll lagern können. Ich habe ja eingerüstet, mehr brauche ich nicht. Würde sagen, das kommt wieder nach da. Plastik kommt auch zu den Ressourcen. Das kommt da oben hin. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, irgendwas... Können wir hier noch irgendwas Schönes mitmachen? Oh, vielleicht so... Ich weiß nicht. Das sehen wir dann. Ah, sehr schön. Ich würde aber den Reifen dann auch mitnehmen. Kann nie genügend Reifen haben. Meiner Meinung nach. So. Rein mit dir. Sehr schön. Was braucht man noch? Ein Verschrotter. Und das erste Hilfeset soll auch hier rein. Na gut. Du bist der Boss irgendwie. Warum auch immer. Verschrotter und zwei Medikits. Kann ich nicht eins auf der Hand haben? Ist egal. Nimm dir den Zahnradbauplan neben dem vorderen Werks... Ja gut. Bauplan, Zahnrad. Oh, ich weiß jetzt, wie man Zahnräder herstellt. Nimm dir den Impulshammer-Bauplan an der Vor... Ja, ja, Impulshammer. Ich weiß, wie man impulsiv mit dem Hammer jetzt umgeht. Nutze die Pumpe, um den 32% Benzintank zu füllen. Oh, da ist hier noch einiges drin. So. Nehmen und reindingeln. Ach, das sind schöne Mechaniken. Das Spiel gefällt mir wirklich. So. Ich weiß nicht, wie lang anhaltend das ist, aber bis jetzt finde ich es richtig gut. So, lege den Schalter um, um 7% Batterie aufzuladen. Von mir aus. Schalter umlegen. Lademaschine. If you're all set, take a look at the projector against the wall. Okay, Projektor. Wand. Das ist doch kein Projektor. This is the zone. Ah. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. Ja, das ist nicht gut. Is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does constantly.
It's caused by something we call instability. Die habe ich selber. Surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Das ist praktisch, aber ich bin noch ein bisschen überfordert. Muss ich jetzt was machen? Wähle ein Ziel. Ich habe doch gerade gar keine Maus. Einmal zurück. Hallo? Wähle ein Ziel auf der Karte. Ich bin daran versucht, wenn du mich denn lässt. Ah, jetzt habe ich einen Mauszeiger. 3 Stunden. Ja. Ziel gewählt. Das kriege ich hin. Na gut. Ich würde aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.